Kapitel 2, Teil 4, das Nest. Sobald die alten Steintüren sich öffneten und sich mir die seltsam kühle Luft aus der Tiefe offenbarte, fühlte ich einen Schauer der Erinnerung in mir aufsteigen. Ich glaube nicht, dass ich noch hätte umkehren können, selbst wenn mein Begleiter nicht willens gewesen wäre, diesen sonderbaren dunklen Ort zu betreten. Im Tempel hallte das Echo unserer Schritte wieder. Der erdige Geruch von nassen Wurzeln und alter Fäulnis hing noch immer schwer in der Luft. So, this is the temple. It's quiet. Don't go off by yourself now. This place doesn't look safe. Endlich! Ein Dungeon! Der Busch muss brennen! Der Busch muss brennen! Wenn der Rasierer wieder kaputt ist... Erinnert mich ein bisschen an Divinity, immer diese kleinen Elemente, also Elementspielchen. Natürlich ist Divinity eher ein vollwertiges Rollenspiel. Look, a light pillar, just like outside, but it's already lit. Maybe it's been standing here all alone, shining for centuries. Amazing. This place is It's a lot bigger than I expected. I've no idea what they used to excavate it. We're digging into solid bedrock. Oh, I want you to stay close to me, right? Don't worry. I'm quiet. I can go on ahead and, you know, reconnoiter. No, absolutely not. This is a real maze. I don't want you to get lost in here. And there's no telling what kind of dangers we might run into. Folge dem Licht. Ob es noch Gegner kommen werden, die gegen Feuer immun sind? So traurig, ey. Warum gibt es eigentlich so viele Kisten, die du zerschlagen kannst, wenn da gar nichts rauskommt? Das ist das Traurigste am Spiel. Noch mehr Keio-Schläger. Ach, da ist in der Mitte irgend so ein Typ und der heilt die. Keio-Schamane. Ja, ich wurde gerade noch so vom Gift getroffen. Und die Dame steht nur rum. Weil ich brauche den Feuerball von ihr. Oder wenigstens der Funke muss darüber. Ha, Moment, bessere Idee. So trifft er mich auch nicht mit dem Gift.
disgusting monsters must have been living here for ages. Ugh, I wonder if it's some kind of breeding ground for them. As soon as we find the shard, I hope this whole place collapses and crashes them all. These floors are halfway gone already. Oh, gut, dass es kein Neonlicht gibt, ey. Hältst du das bestimmt hier an die Wand? Überall Keljusperma. Weil es einfach ihr Nest ist. Das sieht aus wie eine Falle. Ich meine Schwarzlicht, ja, tut mir leid. Have a look at that. A big slab of rock up there. Yeah, it's a kind of drawbridge, looks like. This chain seems to be holding it up. I wonder what they made the chains from to keep them from rusting into nothing. If the links were steel, there'd be nothing left after all this time. Nicht wenn's ThyssenKrupp VA-Stahl ist. Das hält ewig. Now I can knock that chain loose. Die Kette lockern. These light pillars. The same as the ones that opened the gate to this temple. The people who built the temples must have used them to operate all these doors and other, what would you call them? Mechanisms, I suppose. It's all far beyond me. Maybe Master Ilmarin could explain it better, but I'm just a simple blacksmith, really. Horseshoes and spearheads. Natürlich bist du ein einfacher Schmied. Quartiermeister. Look over there. Another suspension chain. Never you mind about that. There's a whole pack of Keyus right there. Well, let's smash them. Ja, da unten. Moment mal, da ist ein schweres Gegengewicht. Wir können die anscheinend zerschlagen. So viel dazu. Dann kriegt er noch ein bisschen Öl in die Fresse. Ich dachte nur, ich müsste für das Gewicht 2 holen. Keio Kriegshäuptling. Aura Moralbonus. Anscheinend laufen die aber ganz gern durchs Feuer. Das mit dem Feuerschaden außenrum, das kommt wirklich nicht vom Gift hier. Das hat damit zu tun, wenn ich die Waffe verzauber,
Dann kommt der Effekt dazu, dass die Umgebung halt in Brand gesetzt wird, sobald ich dieses Erdbeben einsetze. Ich schlage ihm einfach ins Gesicht. Das muss gerade ausreichen. Boah, du... Na, Gott sei Dank hat das nicht gereicht. Boah, Leute, ey. Ich schleiche jetzt dran vorbei, weil sonst läuft er da durch oder sie da durch. Das macht mich alles nur wahnsinnig. Also anscheinend läuft es einfach auf meiner Seite zu gut aktuell, weil mein Inventar wird immer voller. Also jedenfalls alle benutzbaren Gegenstände. Vielleicht doch auf einen höheren Schwierigkeitsgrad als normal spielen sollen, sondern auf dem schweren. Da musst du wahrscheinlich bedeutend mehr die Zusatz-Items benutzen, um durch die Aufschnitte zu kommen. Like there's fresh air wafting in from somewhere. Maybe from up there. Yeah, like those holes on the top of the door. Over there. Right behind a snarling pack of Kias, as expected. Ich glaube, sie haben das Mistvieh wiederbelebt direkt. Ja. Der trifft ja auf jeden Fall. Da sind wir noch zu weit weg. So geht das. Der Schaden kommt wieder irgendwo anders her. Ich glaube vom Feuer. Das sollte ihn eigentlich umschlagen. Macht eigentlich in dem Song irgendeiner die ganze Zeit im Hintergrund so.
Yeah, pew pew, pew pew. Oder bilde ich mir das gerade wieder ein wieder? Der macht sich gerade, macht mich gerade einfach im Hintergrund kirre. Hallo, Jago. Das geht so nicht. Eins zurück. Danke, Maximus, fürs Prime-Abo. So, der ist gerade nicht gefährdet. Du wirst da gerade von der Granate beschmissen. Danke, Tatsui, fürs Folgen. So, das ist der erste Tod. Tobi, wo bist du denn jetzt da reingelaufen? Geh mal weg. Ach, da ist eine Falle in der Wand. Dann bleib da einfach da stehen. Der Schamane hat den Last Minute noch geheilt. Und das ist das Problem einfach, dass ich den nicht gut treffe von hier. Ja, ich habe den nicht gut getroffen von da. So. Durch die Feuergestellen auf dem Boden kann ich jetzt schlecht sehen, wo die Sperre rauskommen. Ansonsten könnte ich die natürlich alle umgehen. Zum Beispiel wie die da.
unten waren wir ja. Also nächste Tür auf. That's the way to the shard. It's right over there. I can feel it. That pile of sticks and debris is blocking the way. Riesiges Nest. There's balls. Look at that monster. We must be in its lair. Was ist das? Tyrannohahn. Bitte was? Es ist ein riesiger Hahn und Tyrannosaurus. Er ist einfach nur ein großer Truthahn. Mannbärschwein. Nein, es ist kein Mannbärschwein. Das war ein bisschen viel Distanz. Aber wofür ist die Kette hier hinten? Ach, für den. Krass, es gibt wirklich kein Speichern während der Mission. Verdammt! Nimm das, Tyrannohahn! Kann ich das überhaupt blocken? Ja. Doof. Natürlich greift er dann vorher an. Au.
Töte ihn nicht. Ja, Kacke. Da kann ich das Verspotten euch benutzen, weil das noch warten muss. Aua. Ah, es geht vielleicht alles ein bisschen zu schnell. Vielleicht noch einen früher. Und du kannst dich drehen und blocken. Und jetzt schlägst du ihn kaputt. Nimm das, Tyrannohahn. What a horrible thing. I never thought I'd have to fight a bird, if it is a bird. I mean, this... God, this temple is such a strange place. A giant bird? Who's next? I don't really want to find out. I'd like to find the other shard, if it's here, and then just get out. Right. Back to the mission. Good thinking. Tyrannohahn. Leider können wir ihn nicht kochen. Ach, wir hätten auch einen Baum auf ihn schleudern können. Ich habe eigentlich gedacht, dieses Nest gehört zu diesen komischen Viechern, die ganze Zeit hier rumrennen. Und deshalb müssten wir halt, und deshalb wollte ich eigentlich hier Fallen positionieren davor. Moment, mir fällt gerade ein. Hier war noch irgendwas an der Seite, was ich noch anklicken konnte. Ja, Meutebären. Weil die habe ich bei beiden schon voll. Mein Gott. Hat sich angehört, dass wenn der einer durchgeht. Beziehungsweise einer abgeht. Während sie die Bäre isst. This is it. That's what we came here for. Another shard, just like mine. Lass hohe Vegetation aus dem Boden wachsen, in der du dich verstecken kannst. Borkenhaut, verleihe dir zusätzlichen Schutz vor allen Schadenstypen außer Feuer. Mache das Ziel bewegungsunfähig. Zauber Moorlied. Dann mache ich lieber Crowd Control. Du lernst das große Erdbeben. Auch wenn ich es noch nicht so häufig benutzt habe. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, um ja, so last minute auf irgendwas zu reagieren. Da ist der Vogel.